Major Mind Concepts, the ultimate breakthrough radio show. Mindset tuning, personal growth, how to reach financial and time freedom. Find your passion. You are awesome. You are really special. You've balls to the wall to surf the highest waves with us. Welcome to the Life-Changing Podcast. We bring the thoughts and ideas of the greatest and the most successful leaders in our society into our squad. Morgan Bisdu Millionaire. Just kidding, bro. It's hard work, but it absolutely works. Join our MMC squad and see your future success become reality. Hey, ich grüße dich, Markus Hetznecker hier, Major Mind Concept Radio, und unser heutiger Gast ist Michael Araya. Michael Araya, wie es Tobias Beck selbst sagt, einer der besten Newcomer-Speaker momentan in der Szene, hat im letzten Jahr einige tausend Menschen mit seinen Vorträgen in Social Media inspiriert und motiviert, und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier heute am Start bist, Michael. Herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ne? Sehr geil. Erzähl uns doch einfach mal von 0 auf 100 deine Story. Oh, wenn ich meine Story so erzählen dürfte. Erst, es ist interessant, 6. Klasse sitzen geblieben wegen Deutsch, weil viele hören das ganze halt, Nachwuchstalent Deutschlands und sonst was in der Art. Ich bin selber in der 6. Klasse erstmal sitzen geblieben wegen Deutsch. Dann war meine Deutschlehrerin der Meinung, Gruß an meine Deutschlehrerin, war der Meinung, dass ich nicht der deutschen Sprache mächtig sei. Dann bin ich irgendwie, musste ich die Klasse wiederholen, kam die 7. Klasse. 7. Klasse kam mein Klassenlehrer zu mir, hat gesagt, Michael, du hast die dickste Schülerakte, die ich bis jetzt gesehen habe, und ich bin 30 Jahre auf der Schule und du bist 2 Jahre auf der Schule. 3 Jahre, weil ich mehr sitzen geblieben. Und ja, und dann bin ich 7. Klasse, irgendwie 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse wieder sitzen geblieben wegen Deutsch. Da war wieder mein Deutschlehrer der Meinung, dass ich nicht der deutschen Sprache mächtig sei, und da bin ich wieder sitzen geblieben, und eine schwierigste Moment in meinem Leben. Ich hatte keine Lust mehr zur Schule gehen, weil ich hatte Angst davor, was andere Menschen über mich denken werden, dass sie sagen werden, wie, das ist doch der Dunkelhäutige, der nichts in seinem Leben erreichen wird. Und nach der Schule kam ich dann irgendwie raus von der Schule und dachte mir so, jetzt, Michael, du hast ja geträumt gehabt, dass du Profifußballer bist, weil ich habe nebenbei Profi wollte ich Profi werden, damit ich Millionen verdiene, um Millionen zu spenden, weil mein Hauptziel immer noch ist, so viele Menschen wie möglich aus der finanziellen Armut rauszuholen. Hat nicht so geklappt, ne? Und dann, sonst wäre ich jetzt so anders. Und ja, und danach kam ich dann das erste Mal auf meine Mentorin zu, und die hat meine Mentorin, der Mentor ist Bob Proctor, für Leute, die Bob Proctor nicht kennen sollten, der ist, war bei The Secrets dabei, Vermögen von 600 Millionen Euro, ich sag's, wiederhole es nochmal, nicht 6 Millionen Euro, nicht 60 Millionen Euro, sondern 600 Millionen Euro, einer der besten Speaker der Welt, und die hat mir dann einige Dinge beigebracht. Und dann wollte ich mit 25, wollte ich genau das machen, was die anderen Speaker machen. Und ich hatte diesen Traum davon, das Ganze zu machen, aber wusste nicht, wie ich das Ganze machen sollte, weil ich hatte kein Geld. Und dann habe ich ein Buch gelesen gehabt von Gary Vaynerchuk, Crush It heißt das Buch, ja. Hau rein im Deutschen heißt das Buch, und dann hat er geschrieben gehabt, starte einfach über Social Media. Und dann habe ich das Ganze über Social Media angefangen, am 27.09.2015 habe ich mit dem Ganzen angefangen, und dann habe ich einen Monat danach meinen ersten Vortrag gemacht. Und und dann kam es ins Rollen, und deswegen innerhalb eines Jahres mehrere Tausende von Menschen über Vorträge und Coachings inspiriert. Und ich war auf der Bühne von, ich habe die Bühne mit Tobias Beck geteilt. Ich war auf der Bühne von Tobias Beck, und und ich mache das Ganze hauptberuflich und muss sagen, nach allen Niederlagen oder nach dem ganzen Verlauf hätte ich nicht gedacht, dass es so verläuft, weil ich bin nicht besonders talentiert, sagen wir so. Boah, Wahnsinn, Riesengeschichte. Also da will ich auch später nochmal drauf eingehen. Gerne, Detail. Kein Thema. Ganz kurz zuvor, hast du so ein Erfolgszitat? Das fragen wir immer, aber ich finde es so geil, weil wirklich da jeder was anderes im Start hat. Hast du da was für uns? Meins ist mein eigener Slogan, sag ja zu deinen Träumen. Sag ja zu deinen Träumen, weil es ungemein wichtig ist, dass man immer wieder von außen hört, dass du es nicht schaffen kannst. Und alle Menschen haben auch zu mir gesagt gehabt, du kannst es nicht schaffen. Und dann war ich einmal in der Toilette und Michael geht auch auf Toilette, ja. Und dann war ich auf der Toilette und hatte diesen Wunsch danach, das Ganze durchzuziehen, aber hatte Angst und habe mir in den Spiegel geschaut gehabt, und dann habe ich mir gesagt gehabt, alle sagen Nein zu deinen Träumen. Michael, weißt du was, sag Ja zu deinen Träumen. Und so kam das Ganze dann ins Rollen, und ja, seitdem kennen es hoffentlich einige Menschen den Spruch, sag Ja zu deinen Träumen. Und ja, das ist so mein Mantra, wenn man es nennen darf. Geil, sehr schön. Das sind ja wie die Murphys, oder wie Tobias Beck sagen würde, die Bewohner, die einen davon abhalten wollen. Das war heute schon das Thema. Jeder nicht sehr stark. Ja.
Ja, Michael, jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Ich meine, du bist ja nicht im Kindergarten gesessen und hast gesagt, eines Tages will ich Speaker werden. Wie war das bei dir? Erzähl uns mal ganz kurz deine Story. Also es ist eine sehr interessante Frage, weil die Frage wird öfters gestellt und was mir aufgefallen ist, es war eine Zusammensetzung aus vielen Sequenzen oder aus vielen Situationen, aber eine Situation, die mir im Kopf geblieben ist, war die Situation, wo ich einmal auf einer Veranstaltung war, da waren 4000 Leute da und das war von einem ganz großen Unternehmen, dann bin ich zu der Veranstaltung gegangen, dann saß ich da und da war ein Speaker vorne auf der Bühne, der genau das eigentlich gesagt hat, was in meinem Kopf ist und er hat es einfach ausgesprochen und er hatte die Möglichkeit, das auszusprechen, die Möglichkeit, die ich halt nicht hatte. Und er hat ausgesprochen, hat gesagt, ich stehe hier vorne, weil ich gearbeitet habe und wenn du hart arbeitest, kannst du das Ganze auch schaffen. Und das war für mich der Augenblick, wo ich gesagt habe, hey, das Ganze möchte ich auch in dem großen Stile machen und meine Mentorin, der ich so dankbar bin, die mir extrem weitergeholfen hat und die das auch in dem Stile macht, sie hat mir so viel gegeben und ich möchte den Menschen auch die Möglichkeit geben, die nicht die Möglichkeit haben wie ich, die mit so klasse Mentoren zusammenarbeiten können. Deswegen habe ich gesagt, Michael, gib den Menschen auch was zurück. Ja, also das ist eine ganz ähnliche Mission wie wir mit MMC, dass wir sagen, hey, wir wollen so viel, so möglichst hochkarätigen, möglichst viel davon kostenlos raushauen. Hammer, deswegen, ich supporte das auch voll und ganz, was ihr macht. Ja. Also das habe ich ja davor in einem Zweiergespräch gesagt oder in einem Sechsergespräch. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es. Das ist eine Sache, die ich extrem unterstütze, deswegen hammer geil, was ihr macht. Ja, freue mich mega, Michael. jetzt hört sich das echt so an, als wäre das so ein Straight-Up-Erfolg. Ich meine, du bist gestartet, also in der Schule hat es nicht funktioniert für dich. Du hast die Mentoren gefunden, du hast angefangen, Speaking-Gigs zu halten, du hast angefangen, viel qualitativen Content zur Verfügung zu stellen, dankeschön. Ja. Und dann bist du wirklich an der Stage mit Tobias Beck und es ist auch dein Mentor. Ich meine, das sieht von außen aus, als wäre das so wirklich so straight up Erfolg. Ja. Erzähl uns doch mal eine Geschichte, wo es wirklich schwierig geworden ist. Hast du da einen Moment, wo du sagst, hey, scheiße, da war es echt hart für mich? Eine Sache, die nicht so viele wissen, ist, weil über Social Media, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über Social Media sieht alles immer so toll aus, weil man immer nur das Beste postet. Na klar, postet man das Beste, weil man immer so viele Likes haben will und sonst was in der Art. Aber eine Sache, wo ich mich noch erinnere, das war im Winter und da habe ich die Vortragsreihe durchgezogen. Das heißt, ich wollte mir Reputation aufbauen und habe eine Vortragsreihe durchgezogen. Da war ein Vortrag, das glaube ich war mein fünfter Vortrag oder so. Da wollten, glaube ich, 30 Leute kommen. 30 Leute wollten kommen und davon waren 7 Leute, waren gezwungen da. Das waren meine Freunde und die waren da und 19.30 Uhr sollte das Ganze beginnen. Und es war 19.10 Uhr, keiner war da, nur meine Freunde. 19.15 Uhr, keiner war da, nur meine Freunde. 19.25 Uhr, keiner war da, nur meine Freunde. 19.35 Uhr, war immer noch keiner da, auch nur, da waren noch meine Freunde da. Und es ging so weiter bis 20 Uhr, dann haben meine Freunde gefragt, Michael, wie sieht's aus, ne? Findet die Veranstaltung statt? Und ich habe gesagt, ey, lass es sein. Und es war für mich so ein Augenblick, wo ich gemerkt habe, okay, Michael, du baust deine Reputation auf, alles schön und gut, aber obwohl ich gerade am Anfang bin, dass Leute nicht zu einem eigenen Vortrag kommen und ich habe mir gedacht immer, hey Michael, du bringst einen geilen Content, aber aufgrund der Tatsache immer äußere Faktoren natürlich, und da habe ich gemerkt gehabt, es läuft doch nicht so einwandfrei, wie es eigentlich laufen sollte und ja, und da war so ein Moment, wo ich einfach angefangen habe, mich in den Raum zu stellen, einfach anfangen zu weinen, weil es war für mich so enttäuschend aufgrund der Tatsache nicht, weil die Leute nicht gekommen sind, sondern weil ich meinen Freunden immer erzählt habe, dass ich das Ganze durchziehe und ey, ich ziehe euch mit, ich ziehe alle mit und das war ein Augenblick, wo ich meine Freunde einerseits enttäuscht habe und andererseits mich enttäuscht habe, weil mein Leitbild hätte sich das nicht gewünscht gehabt, deswegen aber es war eine kurze, also ist jetzt nicht so, dass ich eine Stunde gemeint habe, aber ein bisschen. Aber ich habe da so einen Prozess, den ich abarbeite, damit ich mit Zweifeln besser umgehen kann und deswegen ist alles das war für mich einer der schwierigsten Momente in meinem Leben. Unglaublich, Was mich interessiert, wie bist du damit konkret umgegangen? Und was hast du daraus gelernt aus diesem Moment? Weil man sieht ja jetzt in Facebook, du hast geile Speaking-Gigs, es sind viele Leute da, alle sind begeistert. Ja. Aber so diesen Moment, wo du allein im Raum stehst und nur deine paar Freunde da sind, die so wirklich enttäuscht sind, dass sonst keiner kommt und du auch, weil du denen ja immer ein anderes Bild vermittelt hast. Was hast du daraus gelernt? Eine Sache, die ich gelernt habe, ist ganz, ganz wichtig für mich, eine Definition, die ich gelernt habe, was Erfolg ist. Und ich habe eine Definition von einer meiner Mentoren gelernt gehabt, der gesagt hat, Earl Nightingale hat gesagt gehabt, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Das heißt in anderen Worten, es ist eigentlich ungemein uninteressant, was andere Menschen über dein Leitbild sagen, sondern weil
Erfolg ist dein, es ist dein Leitbild. Ja. Also habe ich mich gefragt gehabt, und das habe ich verschriftlich, ein Prozess, den ich auch mit vielen Leuten durchgehe, verschriftliche, was mein persönliches Leitbild ist. Und jedes Mal, wenn ich Enttäuschung habe, blicke ich immer wieder drauf, wer mein persönliches Leitbild ist, damit ich, dann ist mir automatisch, und das Leitbild ist so verankert, dass es emotional ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aufs Leitbild blicke, ist es für mich so, als ob ich mein 25-jähriges Ich treffen sollte und mich fragen sollte, was ein Tipp würde er mir geben? Würdest du jetzt weinen, Michael, wenn jetzt keiner kommen sollte? Es werden noch viel schlimmere Probleme kommen. Es wird später oder früher, später, wenn Dinge passieren, auf die du keinen Einfluss hast, vielleicht gesundheitliche Gründe oder sonst was, wenn du schon deswegen weinst, wie willst du Fragen kommen? Das war für mich ein Learning, dass die Definition an sich, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines jeweiligen Ziels oder Ideals, auch ungemein wichtig ist, in der Praxis umzusetzen. Und ich habe das hingekriegt, indem ich mir mein persönliches Leitbild angeschaut habe und gesagt habe, hey Michael, du ziehst das Ganze durch, und Hammer. Ja. Auch sehr, sehr geiles Tool, dass du wirklich so von das Pferd von hinten aufträumst, wenn du so wie du sagst, das will ich mal werden, und das so Revue passieren lässt. Ungemein. Was für einen Tipp könnte mir der dann geben? 100%. Also das ist ja auch, dass du das wirklich eine langfristige Vision, dann ist das, glaube ich, schon mal extrem wertvoll. Das ist übertrieben wichtig. Übertrieben wichtig. Was ich auch gerade merke, ist so diese Gewinnereinstellung, die du hast. Ich meine, andere Leute stehen in einem Raum, es ist keiner da, die Freunde sind traurig, sind enttäuscht, du selber auch, und dann gibt's ja bestimmt die meisten Leute, die dann sagen, ja, okay, hey, ich glaube, das funktioniert doch nicht, Mann. Ja. Ich glaube, sie haben alle recht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich kann das nicht tun. Ja. Und da ist es ja, dass der Gewinner sagt, doch, und jetzt erst recht. Ja, 100%. Und jetzt machen wir die Halle voll nächstes Mal. Das ist 100%. Und es ist geil, dass du es gerade sagst, weil aufgrund der Tatsache, weil hinter jeder, eigentlich ist es logisch, das Leben ist es klar, und es steht auch bei Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, steht auch, dass jedes Mal nach, dass immer wieder eine Herausforderung kommen wird. Mhm. Also ist es klar, dass nächstes Mal, wenn jetzt irgendwas kommen sollte, gehe ich ganz anders um, weil es mir klar ist, dass Herausforderungen kommen sollen. Es wird nochmal Situationen geben, wo es extrem schwierig ist, aber aufgrund der Tatsache, dass ich das Ganze antizipiere, gehe ich ganz anders um als mit den anderen Sachen. Weil viele sind überrascht mit der Situation, aber für mich war es früher oder später auch klar, dass das passieren wird. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass ich diesen Prozess, wo ich Zweifel viel kürzer halte. Das auf jeden Fall. Ja. Aber ist auch kein Problem. Das ist halt eine Erfahrung, da muss man durch und dann man wächst daran. 100%. Sehr geil. Jetzt habe ich natürlich nach einem schlechten Moment gefragt, nach einem schwierigen Moment. Jetzt würde ich mir natürlich deinen Million-Dollar-Moment, so deinen Unternehmer-Moment, wo du sagst so, das Revue passiert, ist das der Wahnsinn gewesen. Was interessant ist, ich habe ja vor ein paar Tagen mein Produkt, also das kommt jetzt später erst raus, ne? Das ist der Podcast. Also andere Szene war eine Situation, die für mich ungemein wichtig ist, ist, dass ich meinen persönlichen Mentor für mich gewonnen habe. Und das ist Tobias Beck. Für alle Menschen, die Tobias Beck nicht kennen sollten, Tobias Beck ist einer besten Speaker Europas, selber bei Gedanken. Zweifellos. Also ist einer der besten, und er hat auch von Menschen gelernt wie Les Brown, Anthony Robbins, und ich habe mir gesagt, dieses Jahr war mein persönliches Ziel, dass ich einen persönlichen Mentor für mich gewinne. Mhm. Weil wenn ich mein 25-jähriges Ich treffen würde, würde er sagen, Michael, such dir schnell wie möglich einen Mentor. Ja. Also war mein Ziel, einen Mentor zu gewinnen. Und wichtig hier bei der Mentorsuche, ich wollte nicht einen 0815 Mentor gewinnen, sondern für mich einer der besten Mentoren in diesem Bereich. Mhm. Tobias Beck, und viele sehen es jetzt online auf Social Media oder sonst was, dass ich Tobias Beck gewinnen konnte. Aber da war ein ganz langer Prozess dabei. Das war ein 8-Monate-Prozess, dass ich ihn gewinnen konnte. Und die Situation, du hast ja nach einer Situation gefragt, das war der 6.6.2016. Da habe ich eine Veranstaltung da. Oder interessant, ich muss ein bisschen kurz ausholen, weil ich wollte die ganze Zeit Tobias Beck auf meine Bühne holen. Ich habe gesagt, ey Tobi, hör zu, komm auf meine Bühne und wir reißen das Ding. Gib mir einfach ein Feedback. Und er hat immer gesagt, Michael, das ist extrem kostenspielig. Erstens, weil ich bin bis zum 11. November 2017 ausgebucht, das wird nichts. Und wenn du mich buchen willst, kostet das Ganze 7.995 Euro. Und ich habe mir gedacht, ja, als Michael, als 22-Jähriger wird das ziemlich schwierig für eine Stunde. Und ich habe bin ich jedes Mal auf seine Veranstaltung und habe gesagt, Tobi, hör mal zu, ich will dich als Mentor gewinnen. Er hat gesagt, Michael, das ist ein bisschen schwierig wegen der Zeit. Und es ging immer weiter. Und dann eine Situation, einer meiner besten Freunde hat ein soziales Projekt und hat Tobias Beck als Speaker gewinnen können. Weil Tobi ist ein Herzensmensch. Tobi, wenn du es hören solltest, ich liebe dich, Schatz. Er ist ein Mensch, der auf Charity-Veranstaltungen umsonst spricht und spendet sogar Geld nochmal. Dann war mein Freund, hat ihn als Speaker gewinnen können, und Michael, und er hat gesagt, Michael, die Tatsache, dass du unbedingt willst, dass Tobi dich sieht, ganz einfach, du sprichst auch auf meine Charity-Veranstaltung. Und dann waren halt Tobias Beck und ich auf der Bühne, und Tobi Beck wollte eigentlich gehen, wollte nach 2 Minuten gehen, weil er nächsten Tag einen Gig hatte in Wolfsburg. Mhm. Und ich habe gesagt, ey Tobi, schade, aber ist halt so. Und ich habe mir gesagt, gib einfach 100% für die ersten 2 Minuten, gib einfach dein Bestes. Und dann habe ich gestartet nach 2 Minuten und musste dir vorstellen,
vor mir das Publikum, links an der Seite sehe ich Tobi im Augenwinkel, im peripheren Blick und Tobi geht nach 2 Minuten ist er weg und ich denke mir, okay Michael, Chance verflogen, aber keep going. Dann auf einmal, nach 5 Minuten merke ich auf einmal, Tobi ist im Publikum. Hat sich hingesetzt. Nach 10 Minuten, Tobi ist immer noch im Publikum. Nach 15 Minuten, Tobi lacht. Nach 20 Minuten hat Tobi angefangen, mich zu filmen. Und dann kamen wir nach dem Gig, habe ich dann mit Tobias Beck persönlich nochmal gesprochen. Ich glaube, eine halbe Stunde lang gesprochen über den Laufplan, wie das Ganze verlaufen wird jetzt zwischen uns beiden, weil er gesagt hat, Michael, ich habe noch nie so einen 22-Jährigen gesehen, der so stark ist und du bist eines der größten Nachwuchstalente hier im deutschsprachigen Speaker-Business. Und ja, und dann einen Monat später war ich, glaube ich, dann bei seiner eigenen Veranstaltung, wo 300 Leute da waren, die jeweils 200 Euro fürs Ticket zahlen, also der lässt dann niemanden, der ein Anfänger ist, nach vorne. Und sein erster Mensch, den er auf die Bühne gelassen hat, war sein eigener Bruder, sein biologischer Bruder. Und der zweite Mensch ist sein Halbbruder und das bin ich. Und ja, und jetzt, ja, und dann war ich einen Monat danach dort und Tobi empfiehlt mich extrem viel weiter und so ist es extrem wichtig für mich. Also mein Erfolg, dass ich Mentor für mich gewonnen habe, hat mir Jahre gespart. Jahre. Geil, das ist ja auch genau das. Ich meine, du hast jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, nicht irgendeinen Mentor gewonnen, sondern den Speaker, auch für mich persönlich, den Speaker im deutschen Raum. Hammer Typ, oder? Ja, Wahnsinn, nein, ehrlich. Also, ist so. Absoluter Wahnsinn. So, ja. Wir waren heute auch sprachlos bei dem Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mir vorstellen. Ja, Wahnsinn. Aber genau das ist ja, die meisten Leute wollen ja einen Mentor. Ja. Und die sagen natürlich, ich kann ja dem nichts bieten. Also ich habe in den meisten Fällen ist ja auch kein Geld, ist kein Geld zur Verfügung. Was hast du da für Tipps an der Stelle, die du jetzt unseren Zuhörern der MMC-Squad geben könntest, wo du sagst, hey, so und so würde das Ganze vielleicht ein bisschen besser verlaufen? Super, das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil die Frage, ich habe das gestellt, ein Tipp, den ich geben kann, für alle Menschen, die sagen sollten, sie haben kein Geld. Es gibt immer 3 Sachen, die du investieren kannst. Zeit, Geld und Energie. Ja. Und besonders für junge Menschen, die ehrgeizig sind und du hast vielleicht viele in deiner Community, die sagen sollten, ich möchte das nächste große Ding durchziehen. Die Sache ist, wenn du diese 3 Sachen, dass du weißt, dass du mit 3 Sachen investieren kannst, Zeit, Geld und Energie. Und wenn du kein Geld haben solltest, kannst du mit Zeit und Energie investieren. Ja. Das heißt also, wie kriege ich es hin, dass ich einen Mentor gewinne, dem eine Sache am wichtigsten ist von den 3 Sachen. Zeit, Geld und Energie ist die wichtigste Sache. Geld ist dem vollkommen egal. Mhm. Weil Mentoren, die du auf dem Level hier kriegen willst, die sind eh finanziell reich. Ja. Aber eine Sache, die extrem wichtig ist, ist Zeit. Du merkst richtig, bei Menschen, die extrem Erfolg, also sichtbaren Erfolg haben, sind Menschen, die Zeit extrem schätzen. Also habe ich mich gefragt gehabt, wie kriege ich es hin, so einen Mentor für mich gewinnen und nicht, dass ich so viel Zeit von ihm beanspruche, weil so Mentoren haben wenig Zeit. Also habe ich mich gefragt, wie kriege ich es hin? Dann, also der Tipp hier an der Stelle, investiere nicht, wenn du kein Geld haben solltest, was du aber investieren solltest, damit du dir Zeit sparst, investiere Zeit und Energie. Frag einen Mentor, ob du kostenlos für ihn arbeiten kannst. Ja. Und darum geht es nicht dafür, und das ist mein Tipp so an der Stelle, es geht nicht darum, dass du dafür Geld bekommst, sondern dafür, dass du dir Zeit und Energie, dass du dir Zeit sparst. Mhm. Weil wenn du einen Mentor gewinnen willst, dann gewinnst du nur den Mentor, willst du den Mentor nur gewinnen, damit du Zeit sparst. Mhm. Und diese Zeit kannst du einholen, indem du Energie und Energie investierst und deine Zeit investierst. Also mein Tipp an der Stelle, investier Zeit und Energie rein, damit du dir Zeit sparst und es ist vollkommen egal, wie viel Geld du verdienen sollst. Verdien gar kein Geld. Eigentlich musst du, damit du mit solchen Menschen Zeit verbringst, solltest du Geld zahlen dafür. Deswegen, das merkst du auch, diese Mentoren, die du auf einem ganz, ganz hohen Level, ich spreche nicht von 0815 Mentoren, das ist nicht abwertend gemeint, aber auf einem ganz, ganz hohen Level zahlst du 4-stellige Beträge dafür, dass du solche Menschen gewinnst. Also mein Tipp, Zeit, Geld und Energie investieren. Wenn du kein Geld haben solltest, Zeit oder Energie. Geil. Was ich jetzt auch nochmal ansprechen möchte, ich meine, der eine oder andere da draußen sagt, das ist bestimmt ja der Michael, da habe ich schon früher Videos gesehen, der konnte schon immer gut sprechen. Der Michael, der ist ja so geboren, der war schon immer gut im Speaking, der hatte ein Talent, ist einfach rhetorisch begabt, okay. Der kann das einfach. Ja. Ich weiß jetzt aber, dass du extrem viel Zeit und Energie aufwendest, um zu trainieren, um zu üben, allein in einem Raum, allein deine Snaps sind legendär, wo du sagst, hey, ich übe jeden Tag ein paar Stunden und der Erfolg ist ja, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Sehr geil. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wie lange hast du trainiert, wie machst du das und was für einen Tipp hast du an der Stelle, um wirklich so in die Liga zu kommen, in der du jetzt spielst, wenn man das so will? Wichtig ist eine Sache, und du hast das Zitat extrem geil gerade vorgegriffen, was ich sagen kann ist, wenn Leute mehr sprechen wollen, oder mir wird ja auch oft öfters vorgeworfen und wird gesagt, ja Michael, du kannst ja so gut sprechen, du bist ja sprachtalentiert, aber meine Story ist ja, wie ich es immer wieder sage, und deswegen wiederhole ich es immer, nicht weil es cool ist,
ich bin in der 6. Klasse wegen Deutsch sitzen geblieben, als auch in der 11. Klasse sitzen geblieben. Mhm. Und glaub mir, meine Schwester hat mir auch gesagt, Michael, du erwähnst es ja sehr oft, das mit dem, dass du zweimal in der Schule sitzen geblieben bist, hast du mir nie davor erzählt. Ich sag, ja, jetzt hört es aber gut an. Weißt du, jetzt hört es extrem gut an. Wenn ich jetzt im Nachhinein, ja. Nachhinein hört es extrem geil an. Also, mein Tipp hier an der Stelle, was ich gemacht habe, ist, wir befinden uns gerade in einem Raum, wo ich jeden Tag immer abends 4 Stunden lang trainiert habe. Das heißt, in anderen Worten, wo die anderen Menschen, und das ist die zentrale Message, arbeite, du musst arbeiten in Lernräumen, damit du später gefeiert wirst in vollen Räumen. Du musst arbeiten in Lernräumen, und ich habe mich eingesperrt in einem Raum, wo ich einfach nur mit der Wand gesprochen habe. Geil, ich habe die erste, ich habe ein gewisses Formular, was ich immer durchgehe bei Speakings. Ich bin die ersten 2 Minuten 4 Stunden lang durchgegangen. Die ersten 2 Minuten gehe ich 4 Stunden lang durch. Und glaub mir, es macht nicht so viel Spaß, wie man denkt. Mhm. Dann, wenn du gefeiert wirst, macht es eine Menge Spaß, wenn alle klatschen, ist alles geil und sonst was. Aber allein im Raum ist es extrem schwierig. Also erster Punkt ist, arbeite in Lernräumen, damit du gefeiert wirst in vollen Räumen. Zweiter Punkt, den ich hier mitgeben kann, damit man seine Sprache verbessert oder nachdem mir das ab und zu vorgeworfen wird, ist eine Sache, Sprechen kommt vom Sprechen. Weil mein Freund, wir haben Fußball gespielt, mein Freund hat immer gesagt, ich habe meinen Freund immer gefragt, ich habe meinen Freund gefragt, wie kann ich schneller werden? Er sagt, ja, Michael, Sprinten kommt vom Sprinten. Schwimmen kommt vom Schwimmen. Also wenn du besser sprechen willst, Sprechen kommt vom Sprechen. Ja. Sprich mehr aktiv vor Menschen, such dir deine 5 engsten Leute und pack sie in den Raum rein und sprich, wenn du Speaker werden willst. Und dritte Sache ist, Bücher lesen. Du kannst, ich habe durch Bücher lesen, habe ich extrem mein Vokabular, jetzt ist Vorführeffekt, ne? Musste sein. Mein Wortschatz extrem erweitert und deswegen fällt es mir jetzt extrem leicht, gewisse Antworten zu geben auf Fragen, weil ich so viele Vokabeln in meinem Kopf habe, die ich aber auch gleichzeitig gelernt habe, durchs Lesen. Das ist ja auch wieder das Geile. Ich meine, wenn du den ganzen Tag nur Big Brother anschaust, irgendwie, ja Berlin Tag und Nacht und nur Deutschrap hörst, dann kann ja auch nur das wieder rauskommen. Ja. Dann kann ja auch nur Big Brother wieder rauskommen. Ja, es ist so. Input ist gleich Output. Genau, wenn du den ganzen Tag irgendwie sag ich mal, Leuten in einem anderen sozialen Kreis verkehrst oder dir solche TV-Sendungen den ganzen Tag reinziehst, dann kann nur das rauskommen in der Qualitätsschiene. Wenn ich aber den ganzen Tag wirklich solche qualitativ hochwertigen Bücher lese, mich mit Menschen umgebe, die über mir stehen, die auf einem ganz anderen Level agieren, dann muss ich ja zwingenderweise besser werden. Hammer, du hast gerade geil gesagt, das ist ein Punkt, den ich noch anschließen kann. Und zwar hat Jim Rohn auch was gesagt gehabt. Er sagt, du bist der Durchschnitt mit den 5 engsten Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt in anderen Worten, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das heißt, du kannst entscheiden, mit wem du Zeit verbringen kannst. Ja. Und Menschen, mit denen ich mich umgebe, wenn man mich aktiv fragen sollte, wer sind die meisten Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, dann ist es ganz klar, Les Brown, Anthony Robbins, Bob Proctor, Tobias Beck, Thaddeus Kromer, das sind Menschen, die ich immer konsumiere über Hörbücher oder Audios. Das heißt, die sind immer dabei. Ich lerne von denen ganze Zeit. Ich lerne ganze Zeit von denen. Deswegen, dadurch hat sich meine Sprache auch ungemein verbessert und meine Einstellung zu gewissen Dingen 100%. Ja. Auch gerade Hörbücher und Podcasts ist ja dann wirklich die ideale Variante. Euer Podcast, ich meine, natürlich. Aber ich meine, wenn du allein Podcast hörst, dann hast unbedingt du abonnieren. Für 24/7 so genau das Surrounding. Also wären die Leute um dich herum. Und das ist doch allein schon. Und das ist kostenfrei. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn. Bei Michael, wir könnten Tag und Nacht reden. Machen wir an der Stelle mal weiter. Was sind deine Big Five? Du kennst das Buch von John Strelacki. Für die Zuhörer nochmal. Die Big Five sind einfach die 5 Dinge, die du dein Leben erlebt oder getan haben musst, damit es wirklich erfüllt war. Was sind deine Big Five, die wirklich überall drin sein sollten? Mein Bruder so viel wie möglich zurückgeben, weil mein Bruder mir extrem in meiner Vergangenheit, extrem und in der Gegenwart und ich hoffe auch in der Zukunft auch mir weiterhin so unterstützt, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Also mein Bruder so viel möglich weiterhelfen. Meine Schwester das ermöglichen, dass sie sich wünscht. Also ich habe eine kleine Schwester, die 16 ist und der möchte ich so viel wie möglich das Netzwerk erschaffen, was ich mir damals erhofft habe, weil ich weiß, Netzwerk spart dir Zeit. Absolut. Und das sind 2 Sachen und dann gehen wir weiter. Mein Hauptziel ist, so viele Menschen wie möglich aus der finanziellen Armut rauszuholen. Das heißt, ich habe gewisse Ziele, wo ich gewisse Menschen aus der finanziellen Armut rausholen möchte. 4. Punkt, so viele Menschen, also ich habe die Message, sag ja zu deinen Träumen, dass die Message noch größer wird, weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen
wie soll ich sagen, die meisten Menschen glauben zu wenig an sich selbst aufgrund der Tatsache, weil das Umfeld ihnen ganz etwas anderes sagt. Und deswegen ist meine Aufgabe oder meine Mission auch so sehr, dass ich so viel die Message sage, ja, zu einem Träumen weiterbringen. Nicht aufgrund der Tatsache, weil dieser Spruch sich geiler hört. Der hört sich geil an, na klar. Absolut. Aber, absolut, ne? Aber ich möchte, dass es noch mehr Menschen in ihr Leben implementieren und wirklich aktiv ja zu ihren Träumen sagen, weil das ungemein wichtig ist. Und der fünfte Punkt ist, dass ich so viele Menschen, dass ich mein engeren Umkreis, der mich so unterstützt, also mein Core, mein aktiver Core, dass ich den noch mehr mitziehe. Weil ich merke, dass wenn du dich veränderst und wenn du dein Ding durchziehst, und das ist bestimmt auch bei dir so, dass dein Umfeld sich ändert, aber die Menschen verändern sich nicht so schnell wie du, weil du so viel Zeit, Geld und Energie investierst. Und deswegen ist für mich wichtig, dass ich mein Core noch mehr mitziehe. Also, dass ich weiß, wie viel Potenzial da ist und wie viel Hunger sie haben. Und ich möchte noch mehr Menschen dazu mitbewegen oder mitziehen. Das auf jeden Fall. Boah, sehr, sehr geil. Deswegen passt es auch wirklich so perfekt in diesem Podcast, weil es ja auch unsere Mission ist, wirklich so möglichst viele Menschen wieder für ihren Traum zu begeistern. Ja. Ich denke, das war unser erster Takeaway, den wir so hatten, unser erstes Leitbild, dass wir sagen, wir wollen, da draußen gibt es so viele Menschen, die haben unendlich viel Potenzial, das nicht genutzt wird. Einfach durch Schulsystem, durch ihr soziales Umfeld einfach zerstört wird. Und selbst die Leute, die da draußen wissen, dass es mehr gibt, ihnen fehlen halt oftmals die Tools. Ja. Und das war unser erster Ansatz für MMC, genau daran anzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wo müssen wir ansetzen? Am Mindset ist so die Basis. Und deswegen Major Mind Concept. Das ist Hammer. Sehr geil. Erfolg beginnt im Kopf. Absolut. Michael, Q&A, bist du ready? I'm born ready. Born ready. Und Tobi. Tobi sagt das auch ganz nett. Geil. Wie wichtig ist dir Geld? Macht Geld dich glücklich? Ich würde sagen, Geld macht mich nicht glücklich, aber ich weiß, dass Geld mir Möglichkeiten erschafft, die ich nutzen will. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich mehr Geld habe, kann ich mehr Menschen aus der finanziellen Armut rausholen. Deswegen ist für mich Geld einerseits materiell gesehen eigentlich so ist ein Papier, aber ich weiß, dass es Möglichkeiten hat, mir Möglichkeiten erschafft, anderen Menschen zu helfen. Deswegen ist Geld für mich in dem Kontext wichtig. Alles klar. Hast du ein Vorbild? Ich glaube, das kriegst du öfters gesagt. Ich habe nicht unbedingt ein Vorbild, sondern Leitbilder. Leitbilder, wenn du mich nach Leitbildern fragen solltest, solche Leitbilder nennen. Gerne. Mein Bruder, mein großer Bruder, das auf jeden Fall. Dann gleichzeitig Richard Branson ist ein persönliches Leitbild von mir. Tobias Beck ist ein persönliches Leitbild von mir. Aber die größten Leitbilder, wenn du mich so fragen solltest, Michael Jackson ist einer davon. Und ansonsten meine kleine Schwester, persönliches Leitbild, meine größte Energietankquelle, einer meiner größten Energietankquellen. Das sehr stark. Wow. Michael, hast du eine Tagesroutine, so eine Morning-Routine, hast du da was? ja, ich habe eine Morgenroutine. Meine Morgenroutine ist auch extrem lange und ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Also ganz kurz. Ganz kurz. Du stehst auf, das ist wohl gut. Ich steh auf, das ist die Voraussetzung, ich stehe auf, Gott sei Dank. Und dann bete ich für mich selbst erstmal, also danach mache ich mein Bett, damit ich sofort in eine Winning-Pose, in eine Winning-Situation komme. Dann ändere ich meinen Zustand, indem ich gewisse Übungen mache, unter anderem zum Beispiel für alle Menschen die Winning-Pose, das heißt ausstrecken vorm Spiegel und lächeln, damit dein Kopf ganz halt denkt, hey, es gibt gewisse Gründe, warum du glücklich sein kannst. Danach gehe ich sofort in die Dusche kalt, lege mich wieder in mein Bett, nehme ein Buch in die Hand. Nein, vorher schreibe ich mir gewisse Ziele auf. Also ich mache es ganz, ganz kurz jetzt. Gewisse Ziele schreibe ich mir auf, meine fünf größten Ziele, die ich erreichen will zu bestimmten Zeitangaben in der Zukunft. Und dann gleichzeitig, was mache ich noch? Dankbarkeitsliste führe ich auch. Dankbarkeitsliste danach. Und was kann ich noch erzählen? Dann lese ich in gewissen Zeitfenster lese ich gewisse Bücher, immer vorgewählt, was ich lese. Und was gibt's noch, was ich dir noch erzähle? Es sind noch so viele kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass ich Autosuggestion, Übungen oder sonst so Sachen, das sind so viele Sachen. Aber das ist so der grobe Rahmen, den ich jetzt so gesettet habe, der extrem wichtig ist. Also jeder Mensch, Morgenroutine, ungemein wichtig. Geil, sehr, sehr stark. Was auch witzig ist, dass alle erfolgreichen Menschen haben eine ähnliche Routine. Der eine macht so ein bisschen mehr, der andere macht ein bisschen weniger. Ja. Aber in groben Zügen ist es immer das Gleiche fast. Also es ist ganz erstaunlich auch zu sehen. Ja. Sehr geil. Was macht dich glücklich, Michael? Wenn du morgens aufstehst, was bewegt dich, was treibt dich wirklich an? Die Tatsache, dass es noch, also nicht glücklich macht es mich nicht, aber einerseits
die Tatsache, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als mich, das treibt mich extrem an. Mhm. Und wenn du mich fragen sollst, was mich glücklich macht, ist, also das mit dem Antrieb, also negativ gemeint natürlich, dass es Menschen schlechter geht, dass ich den Menschen helfen will. Was mich glücklich macht, ist die Tatsache, dass ich einen gewissen Impact haben kann auf Menschen, die sich dann ungemein dankbar sind dafür. Ich kriege Texte von Menschen, wo ich mir denke, ich habe die Menschen nie in meinem Leben gesehen gehabt. Ich bekomme Texte von denen, wie ich ihr Leben verändert habe, ohne dass ich sie persönlich kenne. Und deswegen bin ich, ich stehe jeden Tag auf mit einigen Textnachrichten, wo ich Geschichten höre, wo ich mir denke, geil, dass ich so Menschen helfen kann, auf jeden Fall. Das ist Hammer. Das macht mich auf jeden Fall einerseits glücklich, ja. Geil. Das finde ich auch so, das ist das Größte, was man im Leben machen kann, anderen Menschen einen positiven Mehrwert zu bieten. Das ist Hammer. Einfach so. Das ist ja auch eure Messe. Absolut. Das ist Hammer. Michael, jetzt kommt eine ungewöhnliche Frage. Was ist das Verrückteste, was du jemals getan hast? Also, es ist mehreres. Ich war auf dem Seminar. Also, wir sind es nicht ab 18, also. Nein. Eine verrückte Sache, die ich gemacht habe, die kann ich mal teilen. Ich habe die bis jetzt noch nicht so erzählt, nur meinem Bruder, ne? Es bleibt unter uns, Leute, okay. Eine Sache, ich habe mal zum Beispiel Thaddeus Koroma, ist einer von meiner persönlichen Leitbilder auch unter anderem, und er war mal, und ich habe gesehen gehabt, dass er in Frankfurt ist. Und ich wusste, dass er, und ich habe über Snapchat gesehen, dass er in Frankfurt ist. Mhm. Und für mich ist wichtig, ich möchte von den Besten lernen. Mir ist alles egal, ich will von den Besten lernen, weil es mir Zeit spart. Und nicht zu, habe ich bei Snapchat, er hat gesagt, dass er um 14 Uhr am Flughafen ist, aber wusste das vorher, dass er irgendwie zum Flughafen gehen muss. Und ich musste gucken vorher, was er macht, weil ich wollte persönlich mit ihm reden. Weil 1:1 mit Thaddeus zu sprechen, ist ungemein, das kann dir Jahre sparen, mir hat es Jahre gespart. Also habe ich bei Snapchat geschaut gehabt, wo er ist. Und ich habe es irgendwie nicht... Er war irgendwie im Flughafen und ich habe irgendwie im Hintergrund gesehen, dass er irgendwie bei Terminal 1 ist oder sonst was. Und dann bin ich einfach zum Flughafen hingefahren und habe dann die Leute, die dort arbeiten, gefragt gehabt. Und die haben mich so angeschaut, Markus, du glaubst mir gar nicht. Die Leute, ich habe denen gezeigt gehabt, hey Leute, schaut jetzt nur auf mein Handy, schaut nicht mich an. Weil ich habe denen mein Handy gezeigt gehabt und habe denen gezeigt gehabt, den Verlauf von Thaddeus auf Snapchat. Und die haben, und ich sag so, schaut hier drauf auf mein Handy und guckt nach, wo er langläuft. Weil ihr kennt euch hier aus, weil ich habe keine Ahnung. Und die schauen nicht auf mein Handy, sondern haben mich so dumm angeschaut, dachten so, welcher Typ ist das? Weißt das ist du, ein Stalker. Was macht der da, weißt du? Und ich habe gesagt, nee, das ist mein leiblicher Bruder und so. Und dann haben die Leute, dann haben sie mich zu irgendwo hingeführt gehabt, wo ich gemerkt habe, es war ein abgesperrter Raum, aber abgesperrter Bereich, da hätte ich nicht hingehen können. Aber es war eine Sache, wo ich danach, das habe ich erzählt gehabt, wo ich mir gesagt habe, ey Michael, du bist echt krank im Kopf. Was du für Dinge machst, damit du nur eine Minute mit jemandem sprechen kannst. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, echt verrückt, aber geil, ich würde es wieder machen. Stark. Also bei jedem Speaker, bei jedem erfolgreichen Speaker würde ich es wieder machen. Da kenne ich noch zwei, die würden das machen. Wahnsinn. Ja. Michael, hast du einen Lieblingsfilm? Wenn du mich fragen würdest, dann würde ich sagen... L.A. Crash, ich schaue ja seit eineinhalb Jahren keine Filme mehr oder zwei Jahren keine Filme mehr. L.A. Crash ist aber ein Film, der 2006 rausgekommen ist, der einen Oscar bekommen hat. Hammer, also Hammer Film. Geil, packe ich mir den schon. Michael, was ist deine größte Stärke? Meine größte Stärke, wow. Ich glaube, wenn ich überhaupt Stärken habe, wenn ich so definieren darf, eine Stärke ist, glaube ich, dass ich gewisse Dinge ganz einfach unterbrechen kann. Also das ist eine Stärke von mir. Mhm. Ich kann komplizierte Sachen ganz einfach unterbrechen und das nutze ich aus in der Speaker-Szene. Und zweiter Punkt ist, ich bin nicht besonders talentiert, um ehrlich zu sein, ich habe eine Background-Story, die nicht so vorteilhaft ist, sagen wir so, zweimal sitzen gehen wegen Deutsch, aber ich weiß ganz genau, dass ich extrem viel Arbeit reinstecke, auch wenn andere Menschen einen gewissen Vorteil haben und die Arbeit stecke ich rein. Und das sind so zwei Stärken, wenn man nicht zwei Stärken nennen darf. Ja. Jetzt will ich dir noch die Chance geben, auch deine Schwächen einfach so ein bisschen, sonst sag mal, Michael, du kannst das und das, du kannst das so toll. Gerne. Deswegen interessiert es, finde ich, auch die ganze Community immer so, hey, der hat ja doch Schwächen, der ist nicht perfekt. Ja, 100%. Das würde mich natürlich noch interessieren. Eigentlich, also vielleicht das teilen wir, glaube ich, beide technische Sachen. Michael hat mich zuvor schon gesehen, wie ich das Kabel so in mein MacBook gefummelt habe. Hat auch gesagt, hey, der hat absolut keine Stärke. Technische Sachen kannst du mich bitte, lass mich in Ruhe. Also eine Sache, die ich gar nicht mag, Technik, das löst bei mir so, ich weiß nicht, so Aggression auf, wo ich selber sage, lass mich einfach in Ruhe, das soll jemand anderes für mich machen. Mhm. Also eine Schwäche von mir, die Technik kann ich gar nicht. Und zweite Sache, eine Schwäche, mit der ich arbeite, ist, damals hatte ich extreme Probleme, eine damalige Schwäche, extreme Probleme zu empfangen.
Ich habe Markus davor auch gesprochen gehabt, der gesagt hat, geben ist ganz einfach, aber empfangen war ist extrem schwierig. Und besonders als Speaker, wenn du ganz halt so Komplimente bekommst und so, das empfangen musst, ist extrem schwierig. Also es war ein Prozess, wo man durchgehen so, muss, der extrem unangenehm war, aber es hat sich extrem gebessert. Also auf jeden Fall. Sehr cool, stark. Boah, jetzt habe ich heute so viel von dir gehört, so viel von dir gelernt, das war Wahnsinn. Wie kann die MMC Squad mit dir Kontakt aufnehmen? Wo finden wir dich? Interessant ist, du kannst mir am besten folgen, weil ich habe ja, am besten folgen kannst du mir über, es gab so viele Kanäle, jetzt mach ich Facebook kannst du mir folgen, unter Michael Arai habe ich eine Fanpage, da kannst du mir jederzeit schreiben, ansonsten Snapchat bin ich sehr aktiv für alle Menschen, die mich nicht auf kann Snapchat... Kann ich bestätigen, sehr geil. Snapchat, warum es für mich so wichtig ist, weil Leute sehen aktiv, was ich mache. Es ist kein Rumgezeige auf Social Media, wo man einen Post macht, ja, ich bin da unterwegs, nee, bei mir sieht man den ganzen Tag, was ich mache und das möchte ich mal den Menschen auch zeigen. Und gleichzeitig kannst du mir auch folgen auf, wo bin ich noch vertreten? Instagram kannst du mir noch folgen, YouTube. Ich habe einen YouTube-Channel, wo ich eigentlich regelmäßigen Content biete. Und ansonsten, was ich noch, ich habe ja einen Launch gehabt, wenn du mehr dazu wissen willst, zu dem, ich habe, also darf man überhaupt hier darüber sprechen? Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, also okay. Ich habe einen Launch vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen gehabt, je nachdem, wann das Ganze rauskommen sollte. Und zwar bin ich auf die drei Prinzipien der Siegermentalität eingegangen, was für mich ungemein wichtig ist, weil alle Menschen fragen mich ständig, wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Ergebnisse zu erreichen? Und ich habe mir gesagt, welchen Tipp würde ich mir selber geben? Ja. Und ich habe gestartet, pleite, um ganz ehrlich zu sein, ich war pleite, ich war der Mensch, der keine Netzwerke, keine Kontakte hatte und ich war der Mensch, der einfach nur die Vision hatte. Und es gibt einige Menschen, ich hier bestimmt, die eine Vision haben und den Menschen habe ich mir gehofft, Tipps zu geben und da packe ich alle Tipps rein, die ich von meinen Mentoren gelernt habe. Und ich habe gelernt von... Lach mich nicht. Ich habe von Bob Proctor gelernt, letztes Jahr in Amerika, Les Brown gelernt. Ich habe von Tobias Beck gelernt. Ich habe alle Prinzipien packe ich da rein, die ich gelernt habe, für alle Menschen, die daran interessiert sind. Also für jeden Menschen, der irgendwie mehr wissen will über, wie baue ich eine Morgenroutine auf, wie schaffe ich es, maximale Produktivität am Tag rauszuholen, wie schaffe ich es, Mentoren zu gewinnen aktiv und sonst alles in das Produkt reingepackt, alles. Boah, eigentlich so fast schon der Schlüssel zum Erfolg, also wirklich das Beste vom Besten, das Beste Destillat, wie man so schön sagt, ein geiles Wort, also wirklich das Beste vom Besten zusammengefasst in dem Produkt, also mega geil. Hey, Jungs, Mädels da draußen, verfolgt auch Michael Arai an Social Media, du bist einer der wenigsten, die wirklich so vielen, so geilen Content kostenlos auf allen Social Media Kanälen zur Verfügung stellt. Also ich verfolge dich ja selber tagtäglich. Das ist, danke. Das ist Wahnsinn. Danke. Ja, tagtäglich. Sehr geil. Ich finde das so geil, was du da alles von dir gibst. Danke. Und das ist so wertvoller Content. Zieht durch das rein. Also wirklich Wahnsinn, was der Michael da liefert. Eine letzte Frage noch. Hast du noch einen geilen, smarten Rat für die MMC Squad? Einen smarten Rat. Wenn ich einen nennen dürfte, dann wäre es: Denke und handle heute wie jemand, der du in der Zukunft sein willst. Das heißt, egal welches Ziel du im Leben haben solltest, stell dir vor, wenn du dein 10-jähriges, wenn du jetzt 20 sein solltest, die meisten vielleicht 20 oder 25 oder sonst was im Dreh, stell dir vor, du triffst dein 30-jähriges Ich. Wenn du das erreichen willst, was musst du machen? Dann frag dich, okay, wenn der zukünftige Ich das machen müsste, dann muss ich das heute anfangen. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst oder einen starken Körper aufbauen möchtest, dann solltest du lieber jetzt anfangen und dann bekommst du einen starken Körper. Und du bekommst nicht einen starken Körper, indem du später anfängst, sondern indem du jetzt anfängst, dann den starken Körper bekommst. Und dieses Prinzip, erst handeln und dann das Ergebnis. Also denke und handle heute wie jemand, der du in der Zukunft sein willst. Boah, extrem geiler Tipp, glaube ich, einer der besten, die es überhaupt gibt. Danke. Wirklich Wahnsinn. Ja, das ist so dieses schau dir an, wo du hin möchtest. Ja. Diese langfristige Vision auch zu haben und sich ganz klar zu sein, da will ich mal hin und ich mache hier heute schon alles dafür und in ein paar Jahren einfach dort zu sein und das einfach so von hinten aufzuzäumen und zu sagen, okay, was für Steps, was für Daily Actions muss ich denn machen, ganz um dahin zu kommen? Easy, ganz einfach. Sehr geil. Michael, du hast auch gerade zuvor schon von dir erzählt, ich meine, du bist ja extrem, jetzt in einem Jahr extrem hochgeschossen, ich meine, du bist Gastspeaker bei Tobias Beck, ich meine, du hast extrem viel geschafft, hast Tausende von Menschen wirklich inspiriert und begeistert und hast wirklich deren Leben nachhaltig positiv verändert. Und jetzt meine Frage an dich, erstens, wie können wir mit dir connecten und zweitens, wie können wir Content von dir beziehen, wie können wir von dir lernen, gibt es da irgendwie Tools? Ich glaube, das wird jetzt ein längerer Werbepart, Spaß beiseite. Das Beste, wo man, wenn man kostenlosen Content haben möchte, YouTube. Ich poste sehr viel auf YouTube und ich behaupte, sehr hochwertigen Content. Absolut.
Und danke, hier mit. Danke, ja. danke. Hochwertigen Content, die Tipps, die ich mir selber geben würde. Gleichzeitig auf Snapchat ungemein wichtig, weil ich weiß, wie viele Menschen über Social Media zeigen, wie hart sie arbeiten. Aber über Snapchat siehst du wirklich, wie lange ich arbeite und was ich mache, damit Menschen auch ein Gefühl dafür haben. Ganz einfach. Und dann kannst du mir auf Instagram folgen und dann auf Facebook. Ich habe eine Facebook-Fanpage, Michael Araya, da poste ich auch regelmäßigen Content. Also für alle Menschen, die Content haben wollen, das sind die Social-Media-Kanäle. Und ansonsten, ja, das sind die Kanäle. Und, jetzt, sehr geil. Ja. Achso, okay, super. Achso, ne? Und gleichzeitig, wenn du interessiert bist, noch mehr Content zu haben, wo du sagst, hey, ich möchte selber in meinem Leben was verändern. Das heißt, nicht nur so verändern, sondern einen gewissen tagtäglich etwas machen, damit ich meine Morgenroutine aufbaue, damit ich produktiv am Tag bin, meine Produktivität maximal steigern kann, damit ich Mentoren wie zum Beispiel unter anderem Tobias Beck oder so gewinne für mich im Leben und du in der Situation bist, dann sage ich dir, die drei Prinzipien der Siegermentalität, ein Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe, aufgrund der Tatsache, weil ich selber mich gefragt habe, weil viele haben mich gefragt, Michael, wie hast du das Ganze so schnell gemacht? Ja. Genau wie du mich gerade gefragt hast. Ich habe mir gesagt, welche Tipps würde ich mir geben, wenn ich das Ganze nochmal starten würde? Ja. Und da habe ich die Tipps reingepackt, nicht die ich mir selber ausgedacht habe, sondern von Menschen wie Bob Proctor, wie schon vorher erwähnt, Bob Proctor, Les Brown gelernt. Ich habe Tobias Beck, einer meiner persönlichen Mentoren, und von anderen Leitbildern. Und ich habe etliche Bücher gelesen, über meine Vorträge extrem noch viel gelernt. Und da packe ich alle Prinzipien, also die drei Prinzipien, Prinzip des starken Fokus, Prinzip der wahren Demut und Prinzip des echten Handelns, packe ich alle da rein. Und das ist so das, was ich reinpacke. Und boah. Ja. Mega geil. Also das ist wirklich so das, was du jetzt in dem Jahr gelernt hast, was erwiesenermaßen auch funktioniert. Von den so ganz, ganz Großen. Von den also ganz, ganz Großen. Ja, geil. Das ist wahnsinnig stark. Das ist wirklich so ein Destillat. Das ist auch so ein geiles Wort. Das ist die Zusammenfassung vom Besten. Ja. Und das bringst du dann in diesem Produkt raus. Ja. Mega, mega geil. Wir haben zuvor schon gesprochen. Du machst nochmal einen Rabattcode für die MMCs. Ja. Klar, und das ist mega geil. Hau doch den kurz raus, Mann. Ich habe mir gedacht gehabt, weil du hast ja wir sind ja ziemlich junge Leute, in Anführungszeichen. Und ich habe mir gesagt, wie viel zahlt denn jemand, der überhaupt irgendetwas im Leben erreichen will? Also ernst gemeint. Also die meisten Menschen, die zum Beispiel Studenten sind, geben schon am Wochenende 50 Euro aus fürs Feiern, kommst du auf 200 Euro. Und ich selber habe für die Tipps, die ich gezahlt habe, habe ich für einen Zwei-Tage-Seminar habe ich alleine schon 1.000 im Wert von 1.000 Euro gezahlt. Wenn du mich einzeln coachen möchtest, also wenn du mich buchen möchtest, Einzelcoaching, zahlst du schon hohe dreistellige Beträge. Wenn du einen normalen Coach buchen solltest, 200 Euro pro Stunde. Wir reden pro Stunde. Ich habe mir selbst gesagt gehabt, ich hätte es mir damals nicht leisten können. Ich möchte den jungen Menschen einen Mehrwert geben, die wirklich durchziehen wollen, die wirklich sagen, ich ziehe das Ganze wirklich durch. Denen mache ich das Angebot. Eigentlich kostet das Produkt 149,95 Euro. Eurer Community, den ersten 20 Leuten, biete ich es für 99,95 Euro an. Boah. Gleichzeitig bekommt jeder Bonusmaterial dazu. Bonusmaterial mit Interviews, die ich von Menschen geführt habe, die siebenstellige Beträge verdienen im Wahnsinn. Jahr. Gleichzeitig packe ich noch eine Q&A-Session rein. Wenn du mich in der Q&A-Session buchen willst, zahlst du auch dreistellige Beträge. Mhm. Aber habe gesagt gehabt, hey, alle Produkte, alle Fragen von allen Kunden, die drin sein sollten, nehme ich alle zusammen und packe es in ein 30 bis 60 Minuten Video, wo ich alle Fragen beantworte, weil oftmals kaufst du ein Produkt und alle gehen. Aber hier ist es anders. Ich möchte den Kunden noch einen Mehrwert geben und das Ganze bekommen die ersten 20 Leute für 99,95 Euro und ich freue mich mega, wenn die Leute da interessiert sind. Das Feedback war bis jetzt enorm geil und ich freue mich drauf. Boah, herzlichen Dank für das Angebot. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wirklich, wenn ihr da draußen euch jetzt denkt, hey, der Michael Araya in einem Jahr so hochgeschossen, jetzt so viel erreicht, hat wirklich tausende von Menschen inspiriert, ist Gastspeaker bei Tobias Beck, hat wirklich wahnsinnig viel bewegt, hat wirklich Menschen, deren Leben nachhaltig positiv verändert. Und du hast jetzt alles, was für dich in den letzten Jahren essentiell war, das Wichtigste und Wichtigste in ein Produkt gepackt und verkaufst das jetzt für 99 Euro, was einen unglaublichen Wert wahrscheinlich von ein paar tausend Euro hätte, das kann man gar nicht zusammenrechnen, wahrscheinlich durch unbezahlbar. Betragen wir aus, Also herzlichen Dank an der Stelle. Nutzt das nur für die ersten 20 Leute. Und es ist auch nur für deine Community, ganz wichtig. Nur für deine Community, die ersten 20, die sagen, hey, ich ziehe das Ganze durch. Die, Wahnsinn. Die bekommen das. Herzlichen Dank, Michael. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die geilen Fragen. An der Stelle machen wir es Sack zu. Freut mich mega, dass du am Start warst. Herzlichen Dank dir. Ich danke dir, Mann. Ciao. Ciao, ciao. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich will einfach nur noch kurz zwei, drei Dinge raushauen, die für die komplette MMC-Squad
essentiell sind. Zum Ersten ist es die Podcast-Bewertung. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre es unglaublich, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, auch mit einem Kommentar. Ich lese sie alle, es freut uns einfach wahnsinnig. Einfach extrem wichtig, damit der Podcast gefunden wird und wir wirklich noch mehr Menschen auf ihrem persönlichen Weg helfen können. Zum Zweiten, join us on Facebook, lass uns ein Like da, verfolg die Beiträge, da kommt richtig geiler Content und du bist immer up to date. Nur das Beste für dich. Ciao, Mann. Thank you for spending your time with our MMC squad. The surrounding that lets your personality grow. Take the next step. Become a major mind creator and join us on Facebook. Hell yeah. Have a great day and make a difference.